Wackelt ein bisschen, aber ich glaube, das hält. Ah, super. Hä? Mann, das ist ja ganz schön nach hinten losgegangen. Dabei habe ich mir doch extra einen Dübel ausgesucht und die passende Schraube. Und ich sehe doch ständig, dass Leute ganze Küchen mit Dübeln aufhängen. Aber was habe ich denn falsch gemacht? Das passt doch so zusammen, oder nicht? So ein Dübel und eine Schraube müssen unbedingt gut zusammenpassen, damit der Dübel seine maximale Tragkraft auch wirklich ausleben kann. Deswegen zum Anfang jetzt mal ein Quiz. Wir haben hier drei Schrauben mit drei verschiedenen Größen. Welche dieser Schrauben passt in diesen 8 mm Dübel? Schreibt es jetzt gerne mal in die Kommentare, indem ihr einfach die hintere und die vordere Zahl einmal nennt. Also 5 mal 70, 4,5 mal 50 oder 4 mal 45. Und schreibt es jetzt, nicht schummeln. Bevor wir uns jetzt angucken, welche Schraube da reinkommt, bevor wir in Dübel irgendwie was reinschrauben können, müssen wir erstmal einen Dübel in eine Wand bekommen. Das wäre erstmal der sinnvolle erste Schritt, wo man schon ganz viel falsch machen kann. Dieser 8 mm Dübel wird mit einem 8 mm Bohrer gebohrt. Allerdings, wenn man eine sehr poröse Wand hat, passiert das, was wir alle kennen. Man bohrt und wow, das Loch wird auf einmal relativ groß. Also sollte man dann lieber mit einem kleineren Bohrer starten, weil man sowieso davon ausgeht, dass das Loch größer wird. Wir wollen uns jetzt angucken, wie so ein Dübel funktioniert. Und ich werde ihn jetzt hier in dieses Stück Multiplex reinbohren. Die Dübel, die wir uns heute angucken, funktionieren nämlich sowieso in allen Materialien im Prinzip. Deswegen bohre ich jetzt hier mit 8 mm rein. Dann habe ich die perfekte Passform und wir können sehen, wie er funktioniert. Das erste, was man beachten sollte, ist, unser Dübel sollte wie hier auch an der Wand stoppen. Wir wollen ja nicht unendlich tief in das Loch reinschieben, sondern wir wollen hier einen festen Punkt haben. Also deswegen ist diese Lippe hier größer. Die muss man nicht abschneiden, weil sie nervt. Die soll so an der Wand sitzen. Unser Dübel soll erstmal halbwegs fest in der Wand sitzen. Wir hätten jetzt sozusagen theoretisch eine Hohlraumwand, weil wir ja hier hinten alles sehen können. Bei Backstein wäre hier überall Stein. Bei Backstein solltet ihr darauf achten, dass ihr das Loch einmal leer saugt, damit nicht der ganze Staub und die kleinen Rückstände sozusagen das Loch rutschiger machen, als es sein soll. Ich habe jetzt ja hier einen schönen Dübel. Ich will eh nur ein Bild aufhängen. Deswegen nehme ich jetzt einfach hier so eine kleine Schraube. Das sollte ja für ein Bild reichen. Wenn ich die jetzt hier reinschraube, dann sehen wir, grundsätzlich hält die. Die ist da drin und die ist auch relativ fest. Das Problem ist, die Schraube ist viel zu klein. Man sieht, der Dübel ist eigentlich überhaupt nicht aufgegangen. Und rein theoretisch kann ich den einfach wieder rausschieben, weil die Schraube den Dübel überhaupt gar nicht gespreizt hat. Diese Minischraube hier ist also viel zu klein. Die kleine war aber auch keine von den dreien, die ich euch eingangs gezeigt habe. Das ist jetzt die erste davon, die 4 auf 45er Schraube. Die schrauben wir hier rein. Ups. Jetzt die 4,5 auf 50er. Jetzt die 5 auf 70 Schraube. Jetzt schrauben wir tatsächlich nochmal die 5 auf 70 Schraube rein, weil wir uns zwei verschiedene Sachen angucken wollen. Ich sag euch auch gleich was, wir schrauben aber erstmal rein. Bevor wir uns jetzt angucken, was passiert ist. Warum ist Schule nicht so wie das? Das macht doch Spaß. Sachen verstehen. Und deswegen erkläre ich euch das nochmal. Für ganz viele ist ein Dübel zu setzen wahrscheinlich das Normalste auf der Welt. Es gibt aber ganz viele Leute wie ich, die in Haushalten aufwachsen, wo es im Prinzip keine in irgendeiner Weise handwerklich begabte Person gibt. Dann gibt es auch keinen, der dir sagt, wie man Dübel setzt. Und dann machst du das jahrelang falsch. Deswegen gibt's uns, damit ich dir, falls du so jemand bist, jetzt einfach einmal erkläre, wie man das richtig macht, damit nicht dein Bild auch runtersaust. Und hier kann man relativ anschaulich sehen,
welche Schraube ist nun die richtige und welche nicht. Wir sehen, unsere kleine 4/45er Schraube hat den Dübel schon etwas gespreizt. Aber interessant wird erst zu sehen, was der Vergleich ist. Die hält schon, die wird auch schon ordentlich Haltekraft haben, aber halt nicht ganz so viel wie die Schraube hier. Die 4,5x50er hat das gemacht, was beim Shark Twist Dübel, so heißt der Dübel, den wir heute benutzen, nämlich passieren soll. Wir sehen, der Dübel hat angefangen, sich zu verdrehen. Also er hat sich ein bisschen auseinandergedrückt und er hat sich gedreht. Trotzdem ist die Schraube immer noch ein bisschen zu kurz und ein bisschen zu dünn. Richtig ist tatsächlich die 5/70er Schraube. Die ist natürlich jetzt wirklich extrem lang. Etwas weniger Länge hätte gereicht, aber man sieht hier sehr eindrucksvoll, was passiert ist. Der Dübel hat sich richtig stark aufgespreizt und er hat sich auch verdreht. Und das macht ein Rausziehen im Prinzip fast unmöglich. Aber Jones, was ist denn jetzt hier passiert? Ist der Dübel kaputt gegangen? Nein, ist er nicht. Wir haben uns zwei verschiedene Sachen angeguckt. Das hier wäre im Prinzip der Effekt, der in einem Backstein passiert. Das dürfte in vielen Häusern so der Klassiker sein. Der Dübel spreizt sich auf. Das ist aber auch das Maximum, was passieren kann. Ich sagte ja schon, da ist ein Stein drumherum. Der Dübel kann einfach nicht mehr machen als hier. Diese Dübel sind aber für verschiedenste Materialien geeignet. Deswegen kann er auch das machen, was hier passiert ist. Das wäre ein Hohlraumdübel. Man muss also nicht reinschrauben, bis die Schraube drin ist und man ist fertig. Nein, wir haben es gesehen. Man muss, wenn die Schraube durch ist, weiterschrauben. Dann passiert das, der Dübel dreht sich so auf und es entsteht hier wirklich ein, das ist einfach ein massiver Ball. Das heißt, in einem Hohlraum wäre das hier so absolut fest, wie es nur geht. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Ein Hohlraumdübel muss man anders in die Wand schrauben, weil man länger schrauben muss als in einem Backstein. Ich sagte gerade schon Shark Twist. Was für ein Shark Twist? Das ist das neue Dübelprodukt von Würth. Werbung. Grundsätzlich gilt das meiste, was ich heute sage, auch für andere Dübel. Wir nehmen aber die, weil die mega nice sind. Ihr habt gerade schon gesehen, man kann den Dübel mit einem Finger in die Wand einbringen. Das ist super, weil so ist es nicht so, dass bevor ich überhaupt eine Schraube reindrehe, ich schon mit dem Hammer ein Loch in eine Wand gehauen habe, weil ich versuche, den dämlichen Dübel zu treffen. Beziehungsweise, was auch oft passieren kann, ist, wenn man auf den Dübel haut, dass man ihn einfach schon verformt, weil man zum Beispiel nicht richtig gebohrt hat oder das Loch ist nicht tief genug. Dazu kommen wir gleich noch. Die Shark Twist Dübel sind der Hammer. Das habe ich gerade schon gesagt, denn es ist tatsächlich ein Dübel, der in verschiedensten Situationen passt. Hohlraumdübel, yo. In Ziegelstein, yo. Diverse andere Materialien, yo. Und das Beste ist, ihr könnt im Prinzip auch fast jede Schraube da rein donnern. Ihr könnt selbst metrische Schrauben mit einem Gewinde hier reindrehen. Ihr könnt Gewindestangen da reinschrauben und alles hält einfach bombenfest. Schlau ist es, wenn man so wie hier eine Kiste hat mit verschiedenen Größen. Denn wir wollen ja nicht immer eine komplette Küche aufhängen, manchmal eben nur ein Bild. Aber wie suche ich denn jetzt die richtige Dübelgröße bzw. Schraubengröße aus, wenn ich das Brett hier aufhängen will? Wenn man das Ganze zwei, dreimal gemacht hat, dann muss man das nicht mehr so machen wie jetzt. Ich zeige euch nur, wie das ganz einfach gehen kann. Zuallererst muss man sich natürlich überlegen, ist das, was ich aufhängen will, leicht oder schwer? Ist es leicht, reicht wahrscheinlich einer oder mehrere von den kleinen Dübeln. Ist es schwer, dann nehme ich eher einen größeren. Die tatsächliche Traglast eines jeden Dübels bekommt ihr vom Hersteller. Das müsst ihr im Prinzip nicht raten, das könnt ihr einfach ablesen. Und das Schöne ist, die zugelassene bzw. empfohlene Schraubendicke von bis, auch die könnt ihr einfach nachlesen. Wir wissen also, dass es bei diesem 8 mm Dübel 5 bis 6 mm sind. Wichtig, zu klein, haben wir gerade gesehen, macht nicht viel Sinn, weil der Dübel sich nicht aufspreizt. Trotzdem auch wichtig, zu groß auch nicht. Ihr wollt den Dübel auch nicht zerreißen, weil dann verliert er genau das, was er machen soll. Das sieht einfach aus, aber wie wir bei unserem Test gesehen haben, das ist schon ein ziemlich technisches Produkt. Umso einfacher herauszufinden, wie lang die Schraube sein soll. Wir stellen uns einfach vor, wir wollen das hier in die Wand schrauben. Lege ich mir hier hin. Dann nehme ich mir den Dübel, den ich nehmen will, und lege den da drauf. Wichtig ist jetzt, und das ist ein Denkfehler, den ich zum Beispiel früher hatte, Schraube und Dübel sollen nicht gleich lang sein. Die Schraube soll nicht hier im Dübel enden. Das ist falsch.
Die Schraube soll den Dübel immer ein bisschen durchstoßen. Wir haben zum Beispiel gesehen, im Hohlraum ist das im Prinzip sogar ganz wichtig, damit dieser Aufdreheffekt wirklich gut stattfinden kann. Ihr legt euch das also so hin und seht, okay, die Schraube sollte mindestens 4 bis 5 mm da durchgehen. Noch einfacher gesagt, Schrauben sind normalerweise in 5er Schritten, 40, 45, 50. Wenn 40 zu kurz ist, beziehungsweise genau passt, dann nehmt ihr einfach 45. Das ist ziemlich einfach. So könnt ihr das machen und dann könnt ihr alles aufhängen. Einfacher geht's nicht. Hält aber bombenfest und garantiert. Jones, ich kann mir solche Bilder nicht merken. Ich brauche eine Faustregel, weil ich mich gerne boxe. Na gut, also die Faustregel wäre, du brauchst Materialstärke plus Dübellänge plus Schraubendurchmesser. Dann hast du die Schraubenlänge. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt viel einfacher ist. Ich finde das sich visuell vorzustellen deutlich einfacher. Aber hier ist die Faustregel für alle, die gerne boxen. Ich sag's nochmal, Sachen anschaulich zu zeigen, ich finde das irgendwie super. Und es wird ganz viele Leute geben, die jetzt vielleicht sagen, das brauche ich nicht. Aber es gibt ganz viele Leute, die das brauchen. Und für alle die das brauchen, ist es völlig in Ordnung, wenn ihr nicht wisst, wie es richtig ist. Wichtig ist, dass ihr es jetzt wisst, dass ihr jetzt in einem Video versteht, wie hänge ich Sachen auf. Und ich sag's ganz einfach, wenn ihr euch unsicher seid, ob dieser Dübel hält, dann nehmt ihr ihn einfach nicht. Nehmt einfach einen größeren. Im Prinzip könnt ihr ja kaum zu groß gehen. Klar, ihr braucht jetzt für einen Bilderrahmen nicht diesen Dübel hier in eine Wand hämmern. Aber Sicherheit geht vor. Wenn ihr sicher gehen wollt, nehmt einfach eine Nummer größer. Wichtiger ist, dass der Dübel richtig eingebohrt ist, dass ihr die richtigen Schraubendurchmesser nehmt und die richtige Schraubenlänge. Und dazu gehört auch das Vorbohren. Das ist das Letzte, was ich jetzt noch sage. Der Klassiker ist, ja, wie tief muss ich bohren? Ja, so lang ist der Dübel, ne? Klebe ich hier ab und dann bohre ich rein. Nein, das Loch sollte etwas tiefer sein. Wir haben ja heute gelernt, dass die Schraube länger als der Dübel sein sollte. Dafür muss also Platz sein. Denkt daran, weil sonst bohrt ihr nur so tief, wie der Dübel ist. Die Schraube geht rein und entweder geht sie nicht raus oder sie drückt im blödesten Fall den Dübel wieder raus, weil die Schraube und Dübel nicht zusammenpassen. So, erklärt. Und ich sag's nochmal, warum ist Schule nicht so? Dann wäre ich früher sehr gerne zur Schule gegangen. Hallo, was ist jetzt hier los? Und ich hätte sogar was Sinnvolles gelernt, nämlich wie man Sachen jeder Gewichtsklasse in jeder Wand super sicher aufhängt. Wäre das nicht viel sinnvoller als, sag ich mal, Algebra, ne? Davon habe ich eh nichts verstanden. Da war ich nämlich meistens nicht da, was anderes gemacht. So, habe ich ganz ehrlich gesagt, Smash, ein Abo rein und ein Like für euren Late-Life-Nachhilfelehrer Jonas, der euch natürlich bei allen Sachen hilft. Und ich helfe mir selber auch. Vielleicht lerne ich irgendwann auch nochmal Algebra, aber wahrscheinlich nicht. Also, tschüss!